Also jetzt die Operette. Was soll ich da, was soll ich da? Daheim sind lauter Flaschen. Und in den schlimmen Kühlschrank, du, da schau ich gar nicht rein. Und wo kommt das Papier nur her? Und diese leeren Büchsen? Und das, was gestern zum Essen war, das ist schon längst verdorben. Ich bin so damisch in mein Hirn. Ich hab ein Schlag entleichten. Ich glaub, ich muss nach Lourdes fahren. Ich muss ein schrilles Beichten. Ich war einmal Vorstandschef bei einem Weltkonzern. Mit meinen schnieken Plaudereien verführt ich höchste Herren. Besten Masern zu und war doch nur ein Punk. Doch ich verwehrte höchste Herren noch bei der Bundesbank. Ich bin zu schlau, ich bin zu super fit. Ich bin ein Datenspezialist. Ich bin der Herr von 1000 Gigabyte. Für mich ist alles nur ein Klacks, für mich und für meinen Taschenfass. Ruft an, und zwar die Denker-Redaktion. Sie brauchen einen schicken Typ für eine Gameshow-Moderation. Prinzquartel fragen Sie, wie ist dein IQ? 75, hallo, da gehöre ich schon dazu. Zeiten von Verwirrnis und Verdruss. Geh ich hinab in die Tiefgarage und frag den parkschen Automaten nach dem Rat des heiligen Konfusius. Verwirrnis ist kein Schönheitsfehler, das ist keine Schande. Verwirrnis gibt es in der Stadt, aber auch schon auf dem Lande. Bin ich die Dancing Queen von Ost-Berlin? Da stellt sich erst noch raus. Bin ich die Jodelfee vom Tegernsee? Habe Gold im Mund. Ich bin die Duttenqueen von Duttlingen. Habe Holz vorm Haus. Ich bin der Gaudi-Bursch vom Hindukusch und humoristisch bin ich fit. In Deutschland kennt mich keine Sau, aber in Nepal bin ich ein Hit.